In der letzten Reaction haben wir uns ja den Run von Herr Anwalt und Avirano, ich hoffe, das war der richtige Name, angesehen. Und diese Folge sehen wir uns den Run zwischen Rezo und Need to Know an. Rezo ist das zweite Mal, das ist Rezos zweites Mal jetzt. Und wenn der jetzt heute nicht gewinnt, ist er scheinbar komplett raus. Dementsprechend drücken wir Rezo mal die Daumen, dass er es gewinnt. Denn Need to Know hat, glaube ich, auch noch ein zweites Mal, wo er dann auch wiederum gewinnen kann. Soweit ich es verstehe. Freunde, ab heute kommen wir tatsächlich das, schon zu den sagen wollte, aber egal. K.O.-Duellen im Ninja-Tournament. Weil im ersten Lauf hat ja Rezo gegen Joey's Jungle verloren. Und damit hat Joey's Jungle den ersten Run im Ninja-Tournament gewonnen. Das heißt, Rezo muss jetzt im Lauf gegen Need to Know nicht nur gewinnen, nein, er muss sogar schneller buzzern als Joey's Jungle. Also er muss in einer Zeit von unter 1,23 buzzern, sonst ist er raus. Ey, ab jetzt nur noch Entscheidungsduelle. Seid gespannt, wird sehr, sehr cool. Aber erstmal Intro ab. Beim ersten Influencer-Ninja-Tournament duellieren sich 12 YouTuber, Streamer und TikToker in einem XXL-Parcours. In heftigen 1v1-Duellen stellt sich heraus, wer der krasseste Athlet ist. Wer hat die richtige Technik bei der Himmelsleiter? Wer findet die richtige Balance? Wer ist am Ende der Schnellste bei der Wall? Und wer muss sich im Parcours geschlagen geben und wird rausgejätet? All das seht ihr in den nächsten Wochen hier bei TJ's Ninja-Tournament. Es geht jetzt weiter mit Rezo und Need to Know. Rezo hat schon gesagt, dass er nicht ganz zufrieden war mit seiner Leistung. Und dann bin ich komplett verkackt. Meinst du, er hat noch die Kraft? Ja, auf jeden Fall. Der Mann hat Willen, der Mann hat Kraft, das weiß ich. Die Frage ist, wie lange Pause hatte Rezo jetzt zwischen den Runs? Es ist zwar natürlich, sind jetzt Wochen vergangen, seitdem das Video rauskam, aber natürlich haben die jetzt nicht jede Woche nur einmal gedreht, sondern die haben jedes Mal gedreht, einmal alle Runs und die laufen jetzt alle paar Wochen oder die nächsten Wochen durch. Ich weiß aber auch, dass Need to Know sehr, sehr strong ist. Glaubt man nicht, aber der wird hier gleich durch den Parcours durchfliegen. Ich glaube, von der Körpergröße ist es tatsächlich der kleinste hier. Ja, von den Männern glaube ich schon. Von den Männern schon. Aber der wird sich da gleich durchhangeln wie sonst was. Ich sag's dir, dieser Mann ist schnell. Ich habe in seinem Gesicht gesehen, dass er ein Kämpfer ist, auch wenn wir keine Worte gewechselt haben. Aber er hat diese Ausstrahlung. Von daher, wir sind gespannt, was wir von denen erwarten können. Wieso war sehr fröhlich im Sinne von, er will jetzt nochmal angreifen. Wird er auch? Aber ich sag trotzdem, wie ihr es macht. Oh, sehr, sehr spannende Prediction. Freunde, die folgende Kooperation ist für mich die persönlich wichtigste, weil mir das Produkt einfach schon so insane im Leben geholfen hat und ich euch das einfach weiterempfehlen will. Es geht um CBD-Tropfen von der Hemp Crew. Weil ich habe ja manchmal schon gut Stress. I mean, allein dieses Ninja-Tournament hier. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch. Stand da gerade? Weil ich habe ja manchmal schon gut Stress. I mean, allein dieses Ninja-Tournament hier. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass die Aufgaben, die man so hat, einen manchmal so echt übermannen und man gefühlt einfach nur noch im Bett liegen will. Und mittlerweile, wenn ich halt merke, der Stress geht ein bisschen zu emotional, der Stress triggert mich, nehme ich halt einfach die Tropfen hier. Und dann ist es bei mir nicht so, dass mir alles egal ist oder ich die Aufgaben vor mich hinschiebe oder sowas, sondern ich sehe halt den Stress, ich sehe die Aufgaben, die ich machen muss, aber kann sie ganz entspannt, ganz rational angehen, ohne dass es mich so persönlich triggert, ohne dass ich so emotional bin und mich überfordert fühle. Und bei so emotionalen Stress haben mir die Tropfen halt wirklich insane geholfen. Das Ding ist nur, ich will hier absolut kein Heilversprechen abgeben. Es kann krass gut wirken, wie bei mir oder bei vielen anderen, aber ich will es halt absolut nicht versprechen, dass es bei jedem hundertprozentig genauso wirkt wie bei mir. Ich will aber auf jeden Fall empfehlen, dass wenn ihr mit einem dieser Punkte hier irgendwie Probleme habt und noch keine richtige Lösung gefunden habt, dass ihr das einfach mal ausprobiert, weil für mich absoluter Gamechanger, auch bei Kopfschmerzen, krass. Über den ersten Link in der Videobeschreibung oder halt über diesen QR-Code hier kommt dann eben zu deren Seite. Mit dem Code TJ10 gibt es natürlich auch noch 10% Rabatt. Und mir war halt eben super wichtig, dass ich die Coop eben mit der Hemp Crew mache, weil deren Öl hat eben so eine hohe Qualität, dass sie halt sogar eben schon einen Preis dafür gewonnen haben. Deswegen, Freunde, erster Link in der Videobeschreibung, dieser QR-Code hier. Und jetzt viel Spaß mit dem krassen Race. Rezo vs. Need to Know. Das wird jetzt auch insane. Aber ja, beide, ich hoffe, also ich glaube, könnte ein Duell sein, dass sich am Buzzer entscheidet. Okay. Dass beide hochkommen heute. Sehr, sehr gut. Top. Hi, ich bin Rezo. Need to Know hat eine etwa so Armlänge wie ich. Deswegen ist es schwierig. Hi, ich bin Elias. Man kennt mich auch unter dem Namen Need to Know. Ich glaube, meine Chancen heute sind relativ okay. Ich bin halt leider ein wenig klein, dafür aber sehr schnell und gelenkig. Ich denke, ich kann es schon mit nach Hause nehmen. Elias, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du gegen mich, den erhabenen Rezo, irgendwie eine Chance hättest. Wir sind halt beide winzig. Elias, es tut mir leid. Du wirst verlieren. Du wirst verlieren. Ich werde nicht verlieren. Kein Bizeps dieser Welt. Schau dir meine Hände an, Alter. Die werden mich halten, die ganze Nacht. Deswegen macht mal einen fetten Applaus
für Rezo und Need to Know! Die Gesichtsausdruck. So, geht's in die Runde. Rezo muss aufziehen. Er muss das Ding holen. Oh, das wird spannend. Oh, ich bin so gespannt, ich habe so schwitzige Hände bei diesem Duell. Oh. Okay, leichter Vorsprung hier bei Rezo. Die machen es auch beide. Die machen es. Elias knallt da rein. Knallt dieser Mann da rein. Zumindest ist es reingekommen. Aber Rezo hat den Vorteil, dass er es schon mal gemacht hat. Ja, genau, er true. Da sieht man die Erfahrung. Oh. Aber Need to Know, du hast nicht zu wenig versprochen. Das ist, ja. Er hangelt. Guck mal, wie er jetzt da reinhangelt. Alter, was? Oh, aber er wollte zu viel. Alter. Aber guck mal, er holt gut auf. Ey, der Typ hat ja Kraft ohne Ende. Ich sag doch. Rezo, ja. Aber jetzt die Wippe, keinen Fehler machen, das ist wichtig. Man denkt, das ist einfach, aber am Ende kann man sich auch da verschätzen. Ja, aber eine Wippe darf natürlich nicht den Fehler machen, den Nadine gemacht hat. Rezo wieder sehr souverän hier bei den Boxsäcken. Und jetzt geht's ab zum Hindernis, wo er letzte Runde verkackt hat. Das war dem Seil. Und jetzt sind wir beim Seil. Oh, Rezo mit demselben Problem wie letztes Mal. Oh, und guck mal. Need to Know überspringt direkt gleich auf. Fast gleich auf. Das wird ein Close Finish. Das holt er das? Nein! Und jetzt noch einmal. Rezo noch 5 Sekunden zu buzzern. Schafft er die Zeit von 1,23? Und Rezo schafft tatsächlich die Zeit von Joey zu schlagen und ist weiterhin im Tournament mit dabei. Stark. Boah. Race bis jetzt von euch beiden. Alter, also das war sehr, krass. Sehr krass. Das war sehr anstrengend. Ich finde krass, dass wir das beide gut gemacht haben. Ja. Also, come on, Digga. Ich bin sehr überrascht. Was war die größte Herausforderung? Ey, ohne Scheiß, im Kopf bei dem Seil, weil ich da eben so verkackt habe, im Kopf da nicht gepickt zu sein. Weil wenn du im Kopf gepickt bist, dann schaffst du es nicht mehr so. Aber ich muss sagen, bei dir war so eine Kraft zu erkennen hier bei dem Kletterpark. Also das scheint für dich gar keine Herausforderung zu sein. Ich musste aufholen. Ich bin da am Netz hängen geblieben. Ja. Ich musste irgendwie wieder vorankommen. Aber hast du das schon mal vorher gemacht? Also so hängen, ja, schon mal. Okay. Ja, ich muss zugeben, wir haben einmal auch vielleicht schon mal geübt so vorher. Danke, Tim. Sehr gut. War krass, das war von euch beiden so eine krasse Leistung, wirklich. Aber hier hat man gar keine Power mehr, um hier hochzukommen. Ja, es ist so krass. Wenn das du so das krass, einzeln machst, jedes Mal habe ich es geschafft, jedes Mal. Ich bin hier reingekommen, du weißt vorhin, bin ich reingekommen, zieh meine Jacke aus, geh da direkt hoch, so easy. Yeah. Aber wenn du einmal hier durch bist, du bist gefickt hier an der Stelle. Ja, wir werden es herausfinden, wie das sich jetzt noch im weiteren Verlauf von dem Tournament gestalten wird. Aber als erstmal vielen, vielen Dank an euch. Es war wirklich eine sehr starke Runde. Dankeschön. Das beide sind noch drin, irgendwie. Damit hat Rezo das Duell gegen Need to Know gewonnen und konnte sogar schneller als Joey buzzern und ist deswegen gerade auf Platz 1 in seiner Gruppe. Bedeutet im letzten Duell, Joey vs. Need to Know entscheidet sich, wer in dieser Gruppe weiterkommt. Kann noch einer die Zeit von Rezo schlagen? Ey, abonniert rein, um es nicht zu verpassen. Ey, und Freunde, ich liebe wirklich gerade, wie die Konstellation ist. Genauso spannend wollte ich dieses Tournament haben wie jetzt gerade. Dazu, wie in der Werbung am Anfang gesagt, falls ihr sehr, sehr gutes CBD-Öl sucht, kann ich die Jungs von Hemp Crew nur empfehlen. Das Öl hilft mir tatsächlich sehr krass, mit allen Dingen einfach so klarzukommen. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab oder scannt hier diesen QR-Code. Das nächste Duell würde aber auch wieder sehr intens werden, weil das ist Pixelkönig Papaplatte gegen Jonas Ems. Und Pixelkönig, ja. Lol, warte mal. Das Tournament haben sie ja vor dem Reddit Airplays aufgenommen. Aber diese Szenen haben sie scheinbar danach immer frisch für die Folgen aufgenommen. Weil Pixelkönig, Papa Platte hat ja irgendwie beim Airplays sehr viel gepixelt. Und das kann ja nicht dann eingesprochen worden sein, irgendwie 2 Wochen nachdem das Tournament war. Sondern es war ja erst vor kurzem. Dort gibt es dann auch vielleicht die erste Vorentscheidung, weil Kevin hat ja in seinem ersten Run gegen Otto verloren. Bedeutet, er muss jetzt im zweiten Run nicht nur gegen Jonas gewinnen, er muss sogar, wie jetzt Rezo auch, mit einer besseren Zeit als Otto im zweiten Run gegen Jonas Ems gewinnen. Ob er das schafft, seht ihr jetzt am Mittwoch um 18 Uhr hier auf dem Channel. Und wirklich, Freunde, ich liebe gerade, wie spannend es ist. Dazu kommt ihr hier zum letzten Run des Tournaments. Hier kommt ihr zur Playlist mit allen Runs und ja, auf noch ein sehr schönes Tournament. Ich hab Bock. Ja, da sind wir bei der eben gerade angekündigten Folge. Lasst gerne noch ein Like da, wenn euch die Reactions auf die durch
Abgänge vom TJ's Ninja Tournament gefallen. Und damit würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge gewesen. Lass gerne noch ein Follow da. Okay, lasst gerne noch ein Abo da auf YouTube. Vielen Dank fürs Follow hier auf Twitch. Lasst gerne auch, wenn ihr in den Streams auf Twitch dabei sein wollt, auch gerne ein Follow da. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, Leute.